Das ist natürlich wieder Kacke. Ja, hallo, ich bin der Wari und ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Mäusebau. Ich habe nämlich eine neue Kamera zur Verfügung gestellt bekommen, die ich gerne testen möchte. Jetzt habe ich eine Spinne beunruhigt. Allerdings ist es hier Privatgelände, deswegen macht es nichts. Der Waschbär, der hier auch zu Hause ist, hat mittlerweile Junge bekommen. Meine neue Kamera von K&F Concept. Eine Minikamera ist vielleicht so etwa 10 cm hoch, 8 cm breit, so in etwa. Kann ich nicht genau sagen, ich habe leider gerade kein Dings bei. Eine Minikamera, wo 4 Batterien reinkommen, habe ich schon eingelegt. Eine Speicherkarte im großen Format, die wird mitgeliefert. Finde ich geil, dass in dieser kleinen Kamera ein großer Speicherkartenslot verbaut worden ist. Manche von uns haben ja nun doch etwas gröbere Hände. Und da macht sich sowas immer relativ gut. Ein Gurt wird mitgeliefert und das habe ich bisher noch nie gesehen. Dieser Clip hier ist aus Metall. Die Ösen auf der Rückseite sind relativ klein, aber sie genügen, um trotzdem noch zusätzlich ein dünnes Stahlseil hindurchzufädeln. Ich mache das immer, wenn ich diese Krimps hier nicht durchkriege, stecke ich das als Schlaufe durch, einmal durch und schon geht das auch. Das, was mir nicht gefällt, ist, dass diese Öffnung hier relativ unstabil scheint und ich stelle gerade fest, dass ich da auch gar kein Schloss durchkriege. Das muss ich dann tatsächlich mit dem Stahlseil machen. Da kommt das Stahlseil hier durch diese Öse auch durch. Und dann erst das Schloss ran. Ist natürlich nicht gerade so schön, aber okay, geht gerade nicht anders. Die Kameras gibt es bei K&F Concept in verschiedenen Bedrucken, mit verschiedenen Drucken. In einem satten Grün. In einem braunen Ton. Ich habe hier so ein Minecraft Birken, so eine Minecraft Birkenschattierung bekommen. Passt natürlich hier an dem Baum überhaupt nicht, die fällt gleich auf. Die wurde mir gestellt. Die Compact T20 hatte ihren Kartenslot hier an der Seite. Und auf der Unterseite einen unmöglichen flachen Schalter. Der ist wunderschön leichtgängig und vor allen Dingen, ich merke den auch sofort. Er hat eine schöne Größe. Das, was man hier sehen kann, ist natürlich jetzt der Baum, aber darum geht es ja nicht. Es geht um das Menü. Ich habe die natürlich eingestellt auf Foto und Video. Das mache ich bei neuen Kameras immer so, damit ich mir ein Bild machen kann von der Qualität der Fotos und der Videos und vor allen Dingen von dem Qualitätsunterschied. Die Fotoauflösung belasse ich bei, was ist das hier, 8 Megapixel. Die Schriftart ist ein bisschen schwierig zu lesen, vor allen Dingen, weil im Hintergrund die Kamera auch das Bild zeigt. Das wäre nicht so schön. Es wäre schön, wenn im Menü der Hintergrund schwarz ist, damit man das auch richtig lesen kann, anstatt dieses halbdurchsichtige Grau. Speicherkarte formatieren sollte man immer machen, wenn man die Speicherkarte eingelegt hat, damit die Kamera-Einstellung wiederherstellen, Version fertig. Ich suche ja eine kleine kompakte Kamera, die eine schöne Aufnahme machen kann für meine Wanderungen. Wenn ich auf Wanderungen bin und mir einen Übernachtungsplatz gesucht habe oder
vielleicht auch in einem Hotel oder in einem Gästezimmer schlafe, dann würde ich gerne so eine kleine Kamera mal mitnehmen und da in der Nähe aufstellen, einfach mal so, um zu gucken, was da passiert. Sowas interessiert mich, so eine kleine, kompakte Kamera mit schöner Auflösung, mit schöner Bildqualität. Vielleicht ist es jetzt die. Dann stellen wir den Schalter ganz nach rechts. Das heißt, wenn sie zugeklappt ist, ist es links. Dann kommt ein Countdown von 15 Sekunden und die Kamera ist scharf geschaltet. So. K&F Konzept. Ich kenne K&F Konzept bereits. Ich habe früher einige Gegenstände bei K&F Konzept gekauft, die mittlere Qualität hatten, aber auch immer einen fairen Preis. Diese Kamera soll etwa 85 Euro kosten, was für Kameras in dieser Größenordnung relativ viel ist. Jetzt hat K&F Konzept aber auch die Kamera, die Compaq angeboten hat, die T20, unter ihren eigenen Namen, unter K&F Konzept. Vielleicht haben sie da an der Software noch was überarbeitet oder haben das Konzept gekauft von Compaq, weiß ich nicht genau. K&F Konzept hat mir diese Kamera zur Verfügung gestellt mit der Bedingung, dass ich im Videotitel K&F Konzept reinschreibe und alles andere überlassen sie mir. Finde ich in Ordnung von euch. Danke, dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt. Ich werde mir die Aufnahmen genauer angucken, wie sie nun aussehen. Ich werde eure Kamera natürlich von meinem Standpunkt her beurteilen. Bisher habe ich nur eine Marke, und zwar diese kleine Öffnung hier, um die Kamera zu verschließen. Die ist einfach zu klein. Ich kriege ein Stahlseil durchgeschoben als Öse und kann dann mein Schloss ranmachen, aber es geht auch besser. Die Kamera ist scharf, die nimmt mich bereits auch auf. Ich habe es gerade gehört, die Kamera macht Geräusche, der Filter geht auf und zu. Ich sehe euch erst in ein, zwei Wochen wieder, wenn ich die Kamera hier abhole. Ihr seht natürlich das Zusammengeschnittene als ein Video. Ich möchte bei solchen Tests keine Zweiteiler draus machen. Wir sehen uns also in der nächsten Sequenz. Für mich vergeht da ein oder zwei Wochen, für euch vergehen bloß ein paar Sekunden. Bis gleich. Ist wieder schön hier, eine Spinnweben nach der anderen. Die habe ich vor. Genau. Fall hin. Jetzt gucken wir erstmal rein, wie die Qualität ist. Ich habe heute wieder externes Mikrofon angeschlossen. So sollte man mich hören, auch wenn ich überhaupt nicht in die Kamera reingucke. Geben wir mal den Geld ein. Wir haben 144 Aufnahmen. Früher einige Gegenstände bei Kamera. Der Ton ist ein kleines bisschen dumpf, aber anscheinend okay. Ich muss das noch mal ein bisschen genauer mir angucken auf dem großen Monitor. Die Bildqualität ist auch hervorragend. Die Tonqualität ist ein kleines bisschen dumpf gehalten. Ich denke mal, hier ist eine Gummimembran vor dem Mikrofon drüber, damit da kein Wasser eindringt. Aber der Ton ist ganz in Ordnung. So im Großen und Ganzen macht die Kamera für mich auf mich einen Eindruck, der ganz in Ordnung ist. Das Plastik ist ein kleines bisschen sehr billig gehalten für den Preis. Das hat eine Größenordnung, die mir eindeutig zu verstehen gibt, dass das ein größerer Bildsensor ist als nur 3 Megapixel. Ich vermute mal, hier steckt tatsächlich ein 8 dahinter. Das sieht man auch in der Bildqualität. Die ist nämlich hervorragend. Es ist eine kleine, leichte Kamera, die wiegt ohne Batterien 190 Gramm in etwa. Für meine Wanderungen also kommt die schon ziemlich gut in Frage. Sie könnte noch ein bisschen kleiner sein. Ich würde es wünschen, wenn ich
für meine Wanderung eine Wildkamera hätte, die wirklich klein ist. So 100 Gramm, zwei Batterien drin oder so. Für eine Laufzeit von ein paar Tagen. Das würde ja völlig reichen. Die hier wäre, würde schon fast in Frage kommen für meine Zwecke. Ich wechsle jetzt nochmal die Batterien aus. Lass die hier nochmal hängen am Mäusebau. Jetzt kommen erstmal die Aufnahmen der K&F Concept. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr nicht meine neuesten Videos, immer freitags um 12. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao, euer Vari. Ach so, die Aufnahmen werden übrigens in AVI gespeichert. Das ist natürlich ein bisschen, hat Vorteile und Nachteile. Weil wenn man in AVI speichert, kann man die Kompression, ist die komplett. Die Kompressionsrate der AVI-Dateien ist nicht ganz so hoch. Da sind die Files ein bisschen größer, aber die Kamera kommt dann auch mit langsamem, mit etwas langsameren Speicherkarten. Klar. Klar. So, machen wir da an. Der Schalter gefällt mir. Da kommt man schön, den merkt man schön. Klappe zu, Affe tot. Huch, gleich runtergefallen. Neu und runtergefallen. Das habe ich noch gar nicht bemerkt, dass das so klein ist. Das ist Kacke. Kann ich da ein Schloss durchziehen? Nein. Warum nicht? Weil das so klein ist. Oh, ist das? Wenn ihr abonnieren drückt, dann seht ihr auch rechts.